Wir befinden uns hier in Ratschings im wunderschönen Südtirol zwischen den Stubaier und Saantaler Alpen und sind zu Gast im Alphotel Tirol der Familie Eisentle. Hier sorgt unser Kaminofen Luck für eine besondere Wohlfühlatmosphäre in den kürzlich errichteten Luxuschalets. Frau Eisentle, was macht die Region und Ihr Hotel so einzigartig? Ja, unser Ratschingstal ist bekannt, dass es sehr natürlich, sehr ruhig ist. Es gibt keinen Durchzugsverkehr und besonders das suchen unsere Gäste bei ihren Wanderungen und beim Biken im Sommer. Auch im Winter ist Ratschings ein sehr schöner Platz für Skifahrer. In unserem Hotel ist uns die Nachhaltigkeit sehr wichtig. Regionale Produkte, wir haben eine Wärmerückgewinnungsanlage, Photovoltaik. Wir versuchen einfach unseren Beitrag zu leisten für die wunderschöne Natur, die uns umgibt. Wir sitzen hier im exklusiven Ambiente eines Ihrer neuen Chalets. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Ihr Hotel um diese besondere Zimmerkategorie zu erweitern? Eines stand bei der Planung unserer Monsilva Luxuschalets fest. Es ist uns sehr wichtig, die hundertprozentige Privatsphäre den Gästen zu bieten mit dem gesamten Rundum-Service vom Hotel in einer einzigartigen Lage am sonnigsten Plätzchen im Tal. In Ihren Jagd- und Tirol-Chalets befindet sich jeweils ein Rika Look Kaminofen. Warum haben Sie sich für die Marke Rika und unser Ofenmodell Look entschieden? Also Rika widerspiegelt eigentlich genau auch mit seinen Öfen unser Nachhaltigkeitsgedanke. Die Firma Rika befindet sich in Österreich unweit von uns und es wird alles dort produziert. Das war uns sehr wichtig. Das Design natürlich hat eine große Rolle gespielt und die Qualität, damit wir uns darauf auch verlassen können, dass der Gast einen wunderschönen, aber auch funktionstüchtigen Ofen bekommt, den er auch einfach bedienen kann. Erhalten Sie Feedback von Ihren Gästen zum Rika Look? Ja, die Gäste sind total begeistert. Einige Gäste werden sich den Rika Look auch für zu Hause anschaffen. Also wir sind voll und ganz zufrieden und können das Produkt nur weiterempfehlen. Vielen Dank an dieser Stelle für Ihre Zeit und auch den Einblick, den Sie uns gewährt haben. Neben mir sitzt nun Kurt Eisentle, der die architektonische Gestaltung dieser beeindruckenden Chalets innehatte. Wie kam es denn zu diesem sehr außergewöhnlichen Auftrag? Ja, es gibt schon eine langjährige Verbindung zur Hoteliersfamilie und somit kam der Gastgeber mit dem Wunsch zu mir, hier im gegenüberliegenden Waldstück Chalets zu realisieren. Und über welche Ausstattung und Besonderheiten verfügen diese Chalets? Die Besonderheit dieser Chaletanlage liegt sicher in der Hanglage, sage ich mal. Somit hat jedes Chalet einen freien Ausblick auf die Natur. Wir haben nur den Luxus hinzugefügt, jedem Chalet großflächige, großzügige Terrassen zu geben, dass auch schöne Liegeflächen vor den Saunas und Hotpots entstehen konnten. Im Innenbereich ist die Raumaufteilung so, dass jedes Chalet einen abgetrennten Frühstücksbereich besitzt mit Kochstelle, was den Bauherren wichtig war, dass das Frühstück aufs Chalet geliefert werden kann. Es gibt eine finnische Sauna, es gibt einen Whirlpool, einen Hotpot auf der Terrasse, es gibt einen Wohnbereich mit Kaminofen, aber auch einen Weinschrank in jeglichen Luxus oder Komfort, den sich der Gast wünschen möchte. Worauf legten Sie besonderen Wert? Besonderen Wert legte ich neben der Raumaufteilung auch auf die Ausrichtung der Möbel und der Einbauten, so dass die Sitzmöbel und die Betten auf die Natur ausgelegt sind. Und daneben war es sehr wichtig, auch natürliche, authentische Materialien einzusetzen, wie Holz, Lodenstoff, Glas, Stein, Metall. Dennoch aber mit der Geradlinigkeit auch eine Gemütlichkeit und ein entsprechendes Ambiente in die Chalets zu bringen. Und da spielen auch Stoffe, Polstermöbel, aber auch ein Kaminofen natürlich eine wichtige Rolle. Sie haben gerade den Kaminofen angesprochen. Welche Aspekte waren Ihnen da als Architekt wichtig und was bedeutet für Sie persönlich das Element Feuer? Wir sind hier in einem Erlebnishotel, in einem Aktivhotel. Das heißt, die Gäste sind im Freien unterwegs. Da haben sie die Bewegung
und ins Chalet ziehen sie sich zurück für die Entspannung, für die Ruhe, für die Erholung. Deshalb war es mir auch wichtig, Elemente einzubringen, wo sie ihren Geist und Körper entspannen lassen können, wo es Relaxmöbel gibt, aber wo es auch eine Feuerstelle gibt, die mich dann entspannen lässt und in den Schaukelstuhl oder ins Sofa zurücklehnen lässt. Und warum haben Sie sich für den Kaminofen-Look der Marke Rika entschieden? Wir haben uns für diesen Kaminofen entschieden, weil wir wie bei anderen Ausstattungsprodukten im Chalet auf höchste Qualität setzen. Also wir wollten ein Produkt haben, das den höchsten Ansprüchen entspricht. Aber nicht nur der Qualität, auch der Ästhetik, dem Design, der klaren Formensprache, auch ein zeitloses Design, das, wie ich finde, sehr gut in dieses Chalet passt. Es war uns aber auch wichtig, ein Produkt zu haben, das regional und nachhaltig ist. Und so hat es das Produkt sehr gut hineingepasst. Aber natürlich war uns auch wichtig, der Ofen an sich durch seine Funktion, durch die schöne Flamme und die saubere Verbrennung, dass der einfach ein schönes Bild für den Kunden liefert. Vielen Dank, Herr Eisendle, für das Interview und weiterhin alles Gute. Danke Ihnen, sehr gerne.